Boxsack jetzt hat ein neues Fahrzeug hinzugefügt aus dem DLC. Denn es handelt sich hier um einen neuen Klassiker. Muscle Car. Nämlich dieses Fahrzeug findet ihr aus South San Andreas, nämlich mit dem Namen Wilrad Eudora. Dieses Fahrzeug kostet 1.250.000 GTA-Dollars und ich würde sagen, wir kaufen uns das Ganze einfach mal und schauen, was wir hier so tuningteiltechnisch haben. Gut, dieses Fahrzeug, wie gesagt, sieht aus wie ein Klassiker, ist aber tatsächlich ein Muscle Car. Und dieses Fahrzeug, muss ich sagen, sieht halt sehr geil aus. Ich persönlich mag mega alte Fahrzeuge und deswegen bin ich echt überrascht, dass das Ganze kein Klassiker ist, sondern ein Muscle Car. Aber gut, Tuning-Teile-technisch haben wir natürlich auch hier wirklich gut Auswahl. Vor allem, was mir hier persönlich sehr gut gefällt, dass die Tuning-Teile relativ auch zum Klassiker passen. Zum Beispiel die Stoßstangen. Vorne die Stoßstangen könnt ihr auch noch andere geschweifte Stoßstangen haben, auch lackierte, falls ihr Chrom nicht mögt. Aber hinten könnt ihr so ein Ersatzrad dran bauen, was ich mega cool finde. Apropos Rad, ihr könnt das hintere Rad auch in Radkasten verschwinden lassen, was das Ganze noch ein bisschen mehr Klassiker-Look verschafft. Aber davon mal abgesehen, haben wir natürlich auch hier andere ganz viele Tuning-Teile, wie den Kühlergrill, die Motorhaube, das Dach, diese Sonnenblende und ihr könnt seitlich sogar Verzierungen machen, was mega cool aussieht. Und was natürlich auch ein bisschen zum Klassiker passt, sind natürlich auch Designs. Man kann hier so ein paar schöne Designs machen, die so ein bisschen dezent sind, aber nicht zu viel sind. Oder ganz andere Designs, die viel zu viel sind, nach meiner Meinung. Aber was ich hier persönlich mega cool finde, ihr könnt das Fahrzeug zum Taxi machen. Zum richtigen alten Taxi. Und das ist halt einfach mega. Klar, ihr müsst beim Taxifahrt 10 Monster Suns absolviert haben. Das habe ich jetzt persönlich nicht, deswegen ist es bei mir gelockt. Aber wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr das Fahrzeug zum Taxi umbauen. Was mega cool ist. Aber auch wenn ich dieses Fahrzeug unglaublich feiere, es gibt einen Minuspunkt, den ich echt blöd finde. Und zwar sieht das Fahrzeug echt aus, als könnte es ein Lowrider sein. Ich meine, wenn ihr die Federung hoch und runter stellt, ist es praktisch ein Lowrider, aber es ist keiner. Ihr könnt das nicht zum Bennys fahren, ihr könnt keine Hydraulik reinbauen oder sonst irgendwas. Und das finde ich echt schade. Es würde mega zu diesem Fahrzeug passen. Und was dazu kommt, die Designs sind schon sehr Bennys-mäßig, wenn ihr mich fragt. Aber Leute, die Fragen nach Fragen, habe ich das Fahrzeug gemoddet? Und natürlich habe ich dieses Fahrzeug gemoddet. Und wenn ihr dieses Fahrzeug haben wollt, dann kommt einfach beim Giftcast Friendstream vorbei und holt euch das kostenlos bei mir ab. Aber Leute, würdet ihr euch das Fahrzeug holen?